Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch zwei Maltechniken zeigen, mit denen ihr ganz einfach kreative Bilder gestalten könnt. Ihr benötigt ein weißes Blatt, Malerkrepp, möglichst das schmale, ein Küchenschwamm, eine Schere, einen Pinsel, ihr könnt auch mehrere benutzen. Den Schwamm habe ich inzwischen schon in kleine Stücke geschnitten. Den brauchen wir nachher. Als erstes nehmt ihr euer Malerkrepp und klebt euch Baumstämme ab. Reißt es einfach mit den Fingern ab. Das geht recht einfach. Ein paar dicke Stämme ran. Und wenn ihr wollt, nehmt ihr eure Schere, teilt das Malerkrepp noch einmal um schmalere Zweige zu gestalten. Ich habe hier schon etwas vorbereitet. Das sind meine drei Bäume. Jetzt habe ich mir hier Farbe schon auf meine Palette gemacht. Mit dem Pinsel trage ich jetzt die Farbe auf das Schwämmchen und stempel über mein Blatt. Ihr könnt für jede Farbe ein anderes Schwämmchen benutzen. Die Farben dürfen sich auch miteinander vermischen, das ist gar kein Problem. Welche Farben ihr als Hintergrund wählt, das ist eurer Fantasie überlassen. Versucht aber nicht zu bunt zu werden, vielleicht drei oder nur vier Farben auszuwählen. Wenn ihr euer Bild relativ schnell fertig haben wollt, wenn euer Blatt gut durchgetrocknet ist, sucht ihr euch die Stellen, wo das Krepppapier aufgeklebt ist und zieht das Krepppapier vorsichtig vom Blatt ab. Meine winterlichen Bäume sind fertig. Probiert es gern zu Hause aus und wenn ihr wollt, könnt ihr uns die Bilder gern zukommen lassen oder ihr macht ein Foto und schickt es uns. Vielen Dank und viel Spaß beim Nachmachen.